Herzlich willkommen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, heute zu unserem Format Naturmedizin. Heute geht es um die kleinsten Felder und eben auch das Thema Nahrungsergänzungsmittel. Macht es Sinn? Macht es keinen Sinn? Und da freue ich mich heute sehr, mit Marco Klein drüber zu sprechen. Er ist der Sohn von dem Gründer und Entwickler und er hat jahrelange Erfahrung jetzt auch mit eben Anwendern und freue mich sehr, dass wir da in die Tiefe einsteigen werden. Bleiben Sie dran! Hallo lieber Marco, schön, dass du Hallo. Da bist. Danke für die Einladung. Ja, schön. Wir sind ja so ein bisschen Namensvetter, aber nicht verwandt, verschwägert, verheiratet. Nee, genau. Thema kleinste Felder ist natürlich für unsere Zuschauer immer wieder super spannend, ja, weil es ist unglaublich, was wir da auch für Rückmeldungen haben, wo Verbesserungen sich zeigen und eben auch diese ganze Mikrozirkulation, Entgiftung. Also es ist ja wirklich wundervoll, was ihr da entwickelt. Komplex, genau. Ja, toll. Umso schöner, dass du auch, sag ich mal, von der ersten Sekunde an ja Anwender bist, schon im Mutterleib. Das stimmt, ja. Und wie kam es denn dazu, dass du dich auch auf diesen Weg begeben hast? Da meinst du jetzt grundsätzlich vom Genau, so ja, genau, dass du eben auch damit eingestiegen bist und die Motivation dann auch, ja. Grundsätzlich als Kind, wie gesagt, kommt man natürlich in Kontakt. Ich habe es natürlich gesehen bei meinem Vater, die Erfahrungen, die Menschen. Man bekommt ja doch sehr, sehr viel mit, weil die persönlichen Schicksale haben meinem Vater über die Jahre immer natürlich auch extrem interessiert, ne, bei den einzelnen Anwendern, weil ja teilweise wirklich sehr, sehr große Veränderungen auch da waren. Und wenn man in Menschen im Leben eine große Veränderung erreicht, weil der Gesundheitsstand sich einmal komplett 180 Grad dreht, dann ist das oft auch am Abendbrotstisch dann so ein Thema auch gewesen. Und wenn man damit aufwächst, die Faszination, wenn man plötzlich hört, sonst aus einem Freundesbekanntenkreis, was die Eltern an Probleme haben. Und auf der anderen Seite hört man, wie solche Probleme kontinuierlich gelöst werden. Dann fesselt einen das Thema natürlich. Und für mich als Person, der gerne Menschen sowieso hilft, ja, so das Helfersyndrom, sagt man dazu, immer eine Lösung haben zu müssen. Das hat mich angetrieben, einfach auch diese Information, dieses Wissen sammeln zu wollen. Nicht nur für unseren Bereich, kleinste Felder, sondern wenn man jemandem beratungstechnisch helfen möchte und sagt, ich habe Problem X, da muss man aus mehreren Blickperspektiven auch schauen und sagen, an welchem Standort ist eigentlich die Person gerade? Was muss eigentlich getan werden? Welche Empfehlung muss man geben? Weil der Arzt hat entweder das Wissen nicht oder meist die Zeit, das ist das viel Wichtigere, nicht dem Patienten da wirklich richtig zu helfen. Und irgendwann, ich hatte das große Glück, mich von vielen Top-Wissenschaftlern und Ärzten ausbilden zu können, eben auch durch die Kontakte durch meinen Vater, und bin dankbar, da viel Wissen gesammelt haben zu können, um das heutzutage eben auch in Beratungen oder inzwischen auch ja Ärzteschulungen, Kliniken, Schulen in verschiedenen Bereichen weiterzugeben. Und das war einfach, man lebt für diese ganze Sache, wenn man sieht, wie Menschen vorankommen gesundheitlich. Und da gibt es für jemanden Lösungsorientierten, gerade im Gesundheitsbereich, natürlich nichts Schöneres, wenn man Erfolge sieht. Ja. Super. Ja, gerade viele suchen ja auch die Lösung dann eben in diesen Nahrungsergänzungsmitteln. In vielen Fällen. Wie siehst du das gerade? Man wird ja natürlich auch medikamentös, bekommt man ja auch oft seine Batterie, ja. Das sieht man dann schön so Montag bis Sonntag, die Kästchen werden gefüllt, ja. Genau, die Pille gegen die Nebenwirkungen der anderen. Genau. Und dann, ja. Ich habe selbst mit meinen Großeltern erlebt, damals, wie gesagt, war das Wissen natürlich noch nicht da, aber wie ich das gesehen habe, inzwischen mein verstorbenen Opa, der hat wirklich eine Palette gehabt, nicht nur tageweise, was da drin war, wie Smarties. Ich habe immer gesagt, Opa, musst du wieder deine Smarties nehmen, sagte, ja, ganz viele davon, schrecklich. Heute ist das Wissen natürlich dann weiter, aber es ist schon interessant. Dementsprechend gibt es aber auch die Menschen, die unglaublich viel Nahrungsergänzungsmittel nehmen, ja, wo man dann genauso die gleiche Batterie dann im Schrank sieht. Ja. Wie ist positiver das? Zumindest schon mal als die andere Richtung. Ja. Genau. Wie ist da so deine Erfahrung? Was macht Sinn, was macht keinen Sinn, wo habt ihr auch gute Rückmeldungen von Kunden?
Also grundsätzlich erstmal ist das Thema Nahrungsergänzung heutzutage, glaube ich, wichtiger denn je. Also es ist, glaube ich, unbestritten, dass jeder nährstofftechnisch ein bisschen was tun muss, weil einfach die Nahrungsmittel heute durch die industrielle Verarbeitung, Überdüngung, Monokulturen, es gibt ja so viele Aspekte, dass heute die Obst und Gemüse nicht mehr die gleichen Nährstoffe haben. Wer sagt, ja, kommt alles durch gesunde Ernährung. Das ist, da muss aber jemand schon wirklich sich fast nur von Gemüse ernähren. Mhm. Ja. Deswegen Nahrungsergänzung erstmal sehr, sehr positiv zu sehen. Da werden Leute sich damit beschäftigt haben, mit Sicherheit wissen, es gibt eine Spannbreite von gut bis ganz schlecht, wirklich ganz, ganz viel. Also der Markt ist ja wirklich sehr, sehr groß. Aber grundsätzlich, ja, Nahrungsergänzung wichtig, um zumindest gewisse Missstände, die immer wieder durch das, sag mal, moderne gesellschaftliche Leben entstehen, auch Kohlenhydratzufuhr und Co., das Thema Übersäuerung. Ja? Das heißt Mineralienzufuhr, Mineralien, Spurenelemente, Sportler nennen es dann ja Elektrolyte. Ja? Am Ende kommt es alles auf den gleichen Kern. Würde ich immer in dem Bereich als positiv sehen, wenn jemand möglichst schaut, aus seiner Übersäuerung rauszukommen. Es kann natürlich mit Ernährungsumstellung und sagt, nee, wenn ich keine Nahrungsergänzung nehmen möchte, geht es auch über die Ernährung, aber muss man schon sehr, sehr strikt und immer mit kontrollieren, ist schon sehr, sehr schwierig geworden. Deswegen Empfehlung ja. Und die Präparate, es gibt ja so viel verschiedene Stoffe, vielleicht auch abhängig von der jeweiligen Problematik, wo man weiß, welches Organ braucht vielleicht dies oder jenes. Aber ich würde im Mineralienbereich, nur weil jetzt jemand Krämpfe hat, nicht sagen, ja, guck nur auf Magnesium, ja, was bekannt in der Hinsicht ist, sondern im besten Fall, wenn dann Kombipräparate, wo dann alles ein Stück weit drin ist im Mischungsverhältnis, weil der Körper natürlich manche Mineralien auch wieder braucht, um andere Mineralien besser zu verwerten. Also man kann das leider nicht ganz so isoliert in der Form immer betrachten, aber Vitamine und natürlich Omega-Fettsäuren, wichtiger Punkt. Wieder auch gute, gibt es ja auch nicht jedes Produkt ist dann vielleicht auf Schadstoffe geprüft. Also der Markt ist riesig, das ist schwierig in ein paar Worte zu fassen, aber grundsätzlich erstmal positiv. Wir haben aber, und das habe ich immer wieder feststellen dürfen, inzwischen ja hunderten von Beratungsgesprächen, wo Menschen ihre Probleme geschildert haben, aus verschiedensten Bereichen. Ja, das können ganz allgemeine Probleme sein, wie Arthritis, Arthrose, es kann Alzheimer, Demenz sein, es Durchblutungsstörungen, allgemein Bindegewebsschwäche. Also es gibt verschiedene Aspekte, auch Bluthochdruck. Dass Nahrungsergänzung, da wo sie genommen wird, in den meisten Fällen schon mal positiv ist, ja, einen positiven Effekt schon mal zeigt. Nur es gibt eine Schwachstelle, wo viele sich wundern, warum Nahrungsergänzung und die einzelnen Präparate so unterschiedlich bei Menschen funktionieren. Ja, bei manchen gibt es vielleicht einen Fortschritt, aber nicht so groß, wie sie es vielleicht aus dem Freundesbekanntenkreis oder im Fernsehen dann hören. Und das ist Schlüsselfaktor ganz, ganz oft Durchblutung. Ganz einfach, weil man muss wissen, wenn man Nahrungsergänzung nimmt, ja, die meisten nehmen es ja oral ein, über Pulver zum Verrühren, über Tabletten, Kapseln, dann geht es über die Speiseröhre in den Magen-Darm-Trakt, erstmal in den Magen, über den Zwölffingerdarm und im Dünndarm wird es ja eigentlich erst so richtig aufgenommen. Die Problematik da nur ist erstmal als Schwachstelle die Aufnahme. So, beginnt damit, jetzt kann man schon wieder Jugendliche und das hohe Alter schon mal mit vergleichen. Es gibt ein, zwei Schwachstellen im Körper und da muss man wissen, wo die Unterschiede liegen. Das heißt, der ältere Körper als Beispiel, der Darm ist da eine Problematik für die Aufnahme. Man sagt Resorption, die Aufnahme von Nährstoffen vom Speisebrei, der entlang fließt, weil eine Problematik da ist. Der Darm lässt an Elastizität nach. Das heißt, er wird breiter in der Form. Und der Speisebrei läuft dann eben nicht mehr direkt an der Darmschleimhaut, an den Darmzotten entlang. Und das Ergebnis davon ist, wenn man einem 20-Jährigen die gleiche Nahrungsergänzung in der gleichen Dosierung geben würde wie jemandem 60-, 70-Jährigen, dann würde vom Körper höchstwahrscheinlich nicht das Gleiche aufgenommen werden. Das bedeutet, ein generell älterer Körper müsste schon mehr aufnehmen. Jetzt ist aber das Problem, wenn der Darm schon breiter wird, das heißt, die Aufnahmekapazität schon in der Form ein Stück weit zumindest verringert ist, ist die Frage, stimmt die Durchblutung denn?
Weil an der Darmschleimhaut ist eine ganz dünne Zellschicht, wo es vom Speisebrei eben in die Blutbahn das übergeben wird an den Darmzotten. Und das ist, kann man immer wieder sagen, die Person, vielleicht auch durch Diabetes und Co., ja, gibt ja verschiedene Aspekte, warum eine Durchblutung auch vielleicht nicht optimal ist, dann werden Nährstoffe natürlich auch schlechter resorbiert. Ja, und es landet viel in der Toilette. Das kann das teuerste Mittel mit den tollsten Nährstoffen sein, wenn es vom Blut nicht aufgenommen wird im Darm. Ja, dann ist es erstmal gar nicht im Körper drin. So, das heißt, es ist erstmal das Thema Darm. Das heißt ja nicht, dass gar nichts ankommt, aber es ist zumindest nicht alles, das, was man eigentlich dann reintut. Jetzt ist es praktisch angenommen, es kommt in die Blutbahn rein. Jetzt ist natürlich der Punkt, die Verklumpung der roten Blutkörperchen, Geldräumbildung. Ja, viele haben das Thema Dunkelfeld vielleicht schon mal gehört. Was nützt es denn? Wenn wir von den Gefäßsystemen des Körpers sprechen, von den großen Autobahnen, wenn die Nährstoffe praktisch hin und her schwimmen, aber sie kommen nicht zur Zelle an. Warum? Weil die Gefäßstraßen werden ja immer kleiner, bis in die feinsten kleinen Kapillargefäße. Und wenn das Blut dickflüssig ist, diese Verklumpungen in der Form hat, dann kommt es natürlich nicht so leicht zu den Zellen. Und wenn es nicht zur einzelnen Zelle transportiert wird, ja, weil die wenigsten Häuser oder Wohnungen stehen an der Autobahn direkt, sondern sind, dann geht erstmal eine Bundesstraße davon ab, dann kommt die Hauptstraße vielleicht im Dorf oder in der Stadt, dann kommt die Seitenstraße, die davon abgeht und dann vielleicht noch der Fußgängerweg, wenn man sich das so vorstellen möchte, wie es kleiner wird. Und dass ein LKW sinngemäß in den Fußgängerweg nicht reinpasst, ist auch verständlich. Das heißt, diese roten Blutkörperchen müssen schon einzeln im besten Fall da sein, damit sie gut durch diese Kapillargefäße durchkommen können, um dann natürlich die Zellen dort mit Sauerstoff und eben auch den Nährstoffen zu versorgen. Das heißt, ganz, ganz oft scheitert es daran, dass die Fließfähigkeit des Blutes, die Leistungsfähigkeit des Blutes nicht optimal ist. Dadurch der Nährstofftransport einfach im Körper viel kursiert, aber bei der einzelnen Zelle, da wo es ankommen soll, ja, bei einer Gelenkthematik muss es bei der in den Gelenken praktisch ankommen. Wenn ich eine Leberthematik habe, gut, eine Leber ist noch gut versorgt, aber es bei einer Schilddrüse, bei den Nieren, also es, bei Muskulaturen, ja, wenn Menschen Verletzungen haben, Zerrungen und Co. Also es gibt einfach sehr, sehr viele Aspekte, wo die Nährstoffe wirklich dann auch ankommen müssen. Und das ist eben der Punkt. Nicht jede Zelle ist an ein Blutgefäß angeschlossen. Ja, im Gegenteil, es muss dann eben auch noch durch den zwischenzellulären Raum, durch eine Art Flüssigkeit praktisch durchgehen. Und jetzt kommt wie eine Art kleiner Teufelskreis. Jemand, der eine schlechte Durchblutung in der Form hat, durch welche Faktoren auch immer, der hat meistens eben auch im Zwischengewebe sehr, sehr viel eingelagert. Und wenn natürlich viel eingelagert ist, kommen die Nährstoffe über die Flüssigkeit, wenn das vom Blutgefäß im Zell zwischen den zwischenzellulären Raum durchkommt, damit es zur Zelle kommt. Je mehr eingelagert ist in diesem Zwischenraum, desto schwieriger kommen die Nährstoffe hin. Das bedeutet, bei vielen ist tatsächlich überhaupt der Abtransport, dass es überhaupt der Muskulatur, Gewebe sich entsäuert, dass diese Stoffwechselendprodukte, ja, Schlacken oder Giftstoffe sagen, einige dazu, dass das überhaupt rauskommt. Also gerade in Bezug auf kleinsten Feldern sehen wir sehr, sehr oft, dass die ersten Wochen, wo wir noch gar nicht davon sprechen können, wenn manche uns nach 2, 3 Wochen berichten, ja, bei einer Arthrose im Kniegelenk und es geht wieder leichter Treppe rauf, Treppe runter im hohen Alter, dann haben sich in 2, 3 Wochen noch nicht die Knorpelzellen regeneriert durch gute Sauerstoff- und Nährstoffversorgung. So schnell geht es eigentlich nicht. Warum aber werden die Schmerzen dann bei einigen weniger? Und das ist tatsächlich aus dem Zwischengewebe natürlich, wenn durch besseren Abtransport, wenn das Blut kommt leichter natürlich rein, aber auch leichter raus, kann besser mitnehmen, dass dadurch natürlich auch Thema Entgiftung ein Stück weit vorangeht. Ja, weil viele glauben gar nicht auch, also dass Übersäuerung eben auch Schmerzen verursacht oder natürlich. Eben, das sind ja dann auch diese, das verbinden wir oft gar nicht, ja. Ja. Viele wissen es nicht, wie gesagt, nur um beim Beispiel Arthrose zu bleiben. Ja, wenn die Harnsäure im Gelenk kristallisiert in der Form, dann kann es eben auch entzündungstechnisch an der Knochenhaut dementsprechend reiben. Also das ist wieder ein Punkt. Übersäuerung ist ja ganz elementar. Wenn keine Übersäuerung da ist, ist die Blutqualität auch besser. Ob das jetzt beim Diabetespatienten, das werden viele, die dann mal hochgradig Mineralien genommen haben, nicht übersäuert sind. Da ändert sich natürlich schon vieles im Körper. Nur was nützt
es mir, und das merken wir immer wieder, wenn die Nahrungsergänzungsmittel genommen werden, aber sie kommen eben nicht zuverlässig vielleicht in der Menge an, wo sie ankommen müssen. Selbst wenn sie jetzt aufgenommen werden durch gute Durchblutung, wenn jemand auf kleinsten Feldern schläft, auch am Darm dementsprechend vielleicht eine gute Aufnahme dann da ist, es muss bei der Zelle ankommen. Ja, und das ist, haben wir immer wieder gesehen, Menschen, die Nahrungsergänzung genommen haben, teilweise sehr teure Präparate, wo man sagt, tolle Qualität, eigentlich weitermachen, trinken sie denn genug? Ja, tue ich doch auch. Also es gibt mehrere Faktoren und plötzlich, weil viele merken das an der Rückenmuskulatur, ja, Thema Rückenschmerzen, Verspannungen. Aber Verspannungen, jemand mit Bluthochdruck oder generell Übersäuerung, das ist fast automatisch eine Verspannung da. Ob es jetzt die Nackenverspannungen sind, meistens können wir es beobachten im Rückenbereich. Ja, was viele nicht wissen, vielleicht als kurzer Exkurs, um es zu verstehen, die Rückenmuskulatur ist im Körper eine sehr große Muskulatur, links und rechts von der Wirbelsäule, hat hauptsächlich im Körper eine Stützfunktion, weniger eine Bewegungsfunktion. Das heißt, der Körper sagt sich, wenn er Stoffwechselendprodukte, Schlacken in der Form produziert, und die können nicht abtransportiert werden durch mangelnde Durchblutung, zu wenig Mineralien, zu wenig getrunken, ja, für verschiedene Faktoren, dann lagert es sich ja im Zwischengewebe irgendwo ein. Sagt der Körper, naja, bewegliche Muskulaturen wie Arme und Beine möchte er eigentlich nicht unbedingt nicht so gerne haben. Das bedeutet, er versucht erstmal die Abstellkammer, ja, die große, seine Stützfunktion, das ist nicht ganz so wichtig. Dann wird der Muskel natürlich immer mehr in dem Bereich eingelagert. Und was passiert, das weiß der Sportler immer am besten, wenn Übersäuerung oder wenn mehr eingelagert wird, das Depot wird immer voller und dann wird der Muskel fester. Ja, Verhärtung, sagt man im Volksmund, einfache Verspannung dazu. Und das kennt inzwischen jeder. Und bei einer, wenn ich natürlich jetzt anfange, es gibt jetzt Möglichkeiten, wie kann ich Verspannung rücken? Das Klassischste ist das Thema Massage. Jetzt, weil das, ich löse die Ursache ja nicht mit der Durchblutung, sondern wenn ich gewisse Stellen habe wie Triggerpunkte, versuche ich mit einer Massage das bisschen im Gewebe zu verteilen, den Lymphabfluss auch ein bisschen in Gang zu bringen. Und viele merken nach der Massage 2-3 Tage später, ist alles irgendwie wieder verspannt wie vorher, könnten sie eigentlich Dauerpatient dort sein. Das heißt, die Ursache davon ist die Einlagerung. Also muss es besser rausbekommen. Heißt natürlich viel trinken, im besten Fall vielleicht in der Entgiftungsphase. Wenn man auf kleinsten Feldern liegt, haben viele es alleine deswegen schon, ohne dass sie was anderes verändern, dass sie merken, dass Woche für Woche, wenn sie drauf liegen, die Rückenmuskulatur weicher wird. Weil viele kennen das im Bereich mit Bandscheibenproblemen. Ja? Wenn eine Muskulatur sich verkrampft, verhärtet, dann drückt es natürlich auch auf Nerven, auch auf den Spinalkanal und dieser Druck lässt nicht nach. Ja? Wie Finger in der Tür, aber keiner macht die Tür auf. Das heißt, die Ursache, ich muss die Rückenmuskulatur entsäuern, entkrampfen, dann lässt auch der Druck vom Nervenspinalkanal natürlich dann nach. Und wenn man dann natürlich sieht, dass durch hohe Durchblutung in der Rückenmuskulatur der Muskel wird weicher, nimmt den Druck weg und die Leute merken plötzlich, gerade im älteren Bereich, höre ich es immer wieder, Thema Beweglichkeit. Ja, ich habe es von einer älteren Dame, die hatte auch ein bisschen zu wenig getrunken, habe ich auch gesagt, und hat aber Nahrungsergänzung genommen, war eigentlich vom pH-Wert gar nicht so schlecht und hatte trotzdem diese Einlagerung. Kleinsche Felder verwendet, sagte so nach 2-2,5 Wochen gab es so das erste Mal, wo sie sagte, das ist wohl keine Einbildung. Jetzt merke ich so kleine Unterschiede. Und das ging bei ihr nach und nach, hat gerne Gartenarbeit gemacht, die Frau, und sagte, das Bücken fiel ihr immer leichter, sie kam immer weiter runter. Sie sagte so ganz, ich habe das noch genau im Ohr, sie sagte, kennen Sie das? Man klingt wie ein Kung-Fu-Kämpfer, wie in den Kung-Fu-Filmen. Warum? Weil immer kommt irgendwann der Punkt, dann kommt wo man merkt, irgendwas spannt beziehungsweise drückt. Und das hat sie gemerkt durch dieses die Erweichung der Muskulatur wieder in den normalen Zustand, wie man es möchte, dass es dann mit dem Bewegen, mit dem Bücken wieder einfacher geht. Hat aber auch bei ihr 12-13 Wochen insgesamt gedauert, wo sie sagte, da war sie wirklich an dem Punkt, dass sie gesagt hat, Wahnsinn. Also es geht nicht von heute auf morgen. Also Entgiftung in der Form darf man nicht so über Nacht in der Form denken, dass der Körper Monate und Jahre angesammelt hat. Ja. Der Körper schafft es teilweise wirklich relativ schnell, auch viel zu reparieren, Regeneration, Heilungsprozess. Aber ein bisschen Zeit muss man ihm trotzdem geben, weil gerade wenn manche Erfahrungsberichte hören mit kleinsten Feldern, oh, nach 2 Wochen keine Rückenbeschwerden mehr und alles gut, sagen wir mal, ja, das sind einige. Manche brauchen ein bisschen länger oder müssen vielleicht noch die eine andere kleine Hausaufgabe vielleicht zusätzlich tun. Ja, weil Durchblutung ist, wie gesagt, ein Punkt, können aber weder das Trinken ersetzen, noch in dem Fall die Nährstoffe, die gute Ernährung oder die Nahrungsergänzung. Ja. Ja, das macht ja auf jeden Fall Sinn, weil die Vergiftung oder auch die Belastung
und der Nährstoffmangel sind ja ein kontinuierliches Programm, was ja läuft. Also ja. Von daher macht es ja auch Sinn, eben diese Kontinuität dann auch fortzuführen mit der. Absolut. Weil ich denke, wichtig zu wissen, was Nahrungsergänzungspräparate ganz oft ja versuchen, ist, die Zelle mit Nährstoffen aufzupäppeln, dass sie eine bessere Leistung macht. Mhm. Ja, das Thema Kraftwerke der Zelle, Mitochondrien, vielleicht der ein oder andere schon mal gehört, darauf konzentriert sich sehr viel inzwischen in der neueren Medizin darauf, weil man weiß, je leistungsfähiger die Zelle ist, desto besser kann sie arbeiten. Einfaches Prinzip. Und diese Kraftwerke der Zelle, die Mitochondrien, die produzieren ein Energiemolekül, ATP, so die universelle Energie, kann man sagen. Und je mehr ATP die Zelle zur Verfügung hat, Adenosintriphosphat, desto besser kann sie leisten. So, jetzt kann man natürlich mit Präparaten versuchen, die Zelle aufzupäppeln. Es kommt ja auch was an. Es funktioniert in vielen Bereichen, gerade mit guten Präparaten auch. Jetzt konnten wir aber schon mit kleinsten Feldern sehen, dass die Zellleistung so viel höher in den Bereichen geht. Also die Mitochondrien sich in den Zellen neu bilden, mehr ATP. Wenn jetzt natürlich noch Nährstoffe zusätzlich kommen, ist eine Kombination Nahrungsergänzungspräparate, gerade wenn es gute sind, und kleinste Felder, natürlich bombastisch, weil kleinste Felder alleine können die Zelle nicht mit Nährstoffen versorgen. Also wenn Calcium, Magnesium und Co. als Mineral, jetzt nur ein Beispiel genommen, gar nicht in den Körper reinkommt, dann kann es auch nicht besser transportiert werden. Also Thema Zellleistung, wir können mehr Sauerstoff hintransportieren und wenn Nährstoffe zur Verfügung gestellt werden, kommen sie natürlich auch mehr bei der Zelle an. Deswegen ist natürlich die Kombination, wo viele Nahrungsergänzungsfirmen uns schon gefragt haben, Zusammenarbeit hier und da, aber das ist ja klar, unabhängig, welche Präparate man nimmt. Wie gesagt, gibt ja sehr viele, jeder schwört auf das ein oder andere. Ja. Aber das ist dann doch definitiv zu empfehlen, einfach um diese Zellleistung hochzubringen und die Kombination, ja, sehr, sehr gut. Super, cool. Vielen lieben Dank, Marco, dass du heute da warst. Wenn die Menschen sich jetzt doch nochmal mit dem Thema kleinste Felder auseinandersetzen möchten, wo gibt's denn da die Möglichkeit, sich zu informieren? Also im Internet generell. Zum einen findet man natürlich, wenn man unter dem Suchbegriff kleinste Felder ganz einfach im Internet schaut. Es gibt ja sehr, sehr viele Seiten, da würde ich gar nicht auf irgendwas Bestimmtes stoßen, da kann man sehr viel erkunden. Aber ob das jetzt bei YouTube-Videos sind, ob das in dem Bereich Informationsseiten sind von Ärzten, manche Kliniken, also kommt jetzt, glaube ich, auch noch sehr, sehr viel Erfahrungsberichte-Seiten, was, glaube ich, manche gerade tun, hat man mich informiert. Also da werden, glaube ich, hunderte von Erfahrungsberichten teilweise veröffentlicht, weil wir dürfen es auf der Webseite offiziell nicht, würden es gerne tun. Wir können ganze Einfamilienhäuser damit tapezieren. Wir freuen uns über jeden Bericht, den wir bekommen. Aber generell, kleinste Felder schauen und auf der BioRelax-Seite bei uns. Das sind natürlich auch Kontaktdaten, wenn jemand noch mal genauere Fragen hat, vielleicht zu dem einen oder anderen. Gibt ja immer die speziellen Fälle. Man sagt nicht, alles ist immer gleich. Kann man uns beratungstechnisch fragen und dann helfen wir bestmöglich weiter. Super. Ja, danke schön. Und ja, viel Erfolg weiterhin. Danke. Und bis bald. Tschüss. Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, Thema kleinste Felder wird uns noch eine Weile begleiten und es ist immer wieder schön, neue Eindrücke, neue Erkenntnisse darüber zu erfahren. Und ich hoffe, Sie konnten auch wieder was mitnehmen. Vielen Dank fürs Zuschauen, wundervolle Zeit und bis bald. Tschüss!